achieved with CryEngine 3. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Crysis 3. Okay, dann fangen wir mal direkt an. Kampagne, neues Spiel. Schwierigkeitsstufe, posthumaner Krieger, natürlich. Nein, komm, machen wir mal Soldat. Ja. Möchten die das Tutorial spielen? Ja, komm, spielen wir auch mal das Tutorial. Missionsdaten werden geladen. Daten werden zugewiesen. Zusätzlicher Hinweis um Taktiken. Ach, leck mich doch. Okay, Spiel starten. Warnung: Aufgrund der audiovisuellen Beeinträchtigung des Benutzers darf dieser Nanosuit-Trennungssimulation nur im Trainingsmodus initialisiert werden. Ferner muss der Benutzer mit einer... Ja, nee, ist klar. Herzlich willkommen in der Nanosuit-Trainingssimulation. Hallo. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Okay. Hier machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Maus, um nach oben zu schauen. Nee. Maus, um nach unten zu schauen. Nein! Das Navigationsdisplay. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich die Dings umgestellt. Ja, jetzt ist aber. Er versorgt sie. Ja, wo ist denn das? Ich würde sagen, bei Steuerung und auf Maus. Nein. Natürlich nicht. Allgemein? Da! Übernehmen. Können wir auch direkt nochmal nach dem Sound gucken. Die Einstellung passt. Okay, Spiel fortsetzen. In Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Besser. Bahnen Sie sich nun einen Weg durch den Parcours. Gehe zum Wegpunkt. Okay, okay. Künstliche Muskeln unterstützen die Interaktion mit Ihrer Umgebung. Okay. Sie können höher springen. Ich kann höher springen. Ja, aber nicht hoch genug. Sie können weiterklettern. Was? Weiterklettern? Ah, okay, cool. Und jetzt. Und hepp. Aua. So, C um zu dücken. Und weiter geht die Tour. Sie können schneller laufen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist jetzt? Mega-Rutsch. Ah, okay, cool. Cool, cool. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Ja, dann mal los. Ja, und los geht die Party. Bum, bum, bum und nachladen. Benutzen Sie Ihre Visierung. Mache ich doch die ganze Zeit. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. Gleitsichtlinsen? Ja, nee, ist klar. Das ist spezial. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Okay. Erhöhen Sie Ihre Quote halbautomatisch. Ah, okay, cool. Halbautomatik läuft hier wirklich besser. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Okay, X, um Waffenmenü zu öffnen. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Ja, ist drauf. Und jetzt? Ah, okay.
Und tschüss. Drücke 1, um Waffe zu wechseln. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundärwaffe. Eher normal, ne? Kennt man ja auch schon aus anderen Spielen. Und jetzt keine Munition mehr. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Okay. Sehr weit weg gewesen. Granaten einstecken. Natürlich nehmen wir Granaten mit. G antippen, um Granate auszurüsten. Antippen. Ah, okay, cool. Haltet Maus 2, um die Flugbahn zu berechnen. Ah, okay. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Das ist ja cool. Und bumm. Der Nanosuit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Ja, habe ich gemacht. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Ja, das Tutorial ist abgeschlossen. Okay. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Okay, gehe zum Wegpunkt. Mach ich doch. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt okay. Mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Maximale Panzerung. Läuft. Ja, habe ich doch aktiviert. Maximale Aha. Oh. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Je schneller Sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Okay. Tarnfeld aktiviert. Dann mal ganz leise. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Der Nanosuit berechnet anhand der Cortisol-Sättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Was für eine Sättigung? Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Hirns angezeigt. Gefahr. Stehen wir nicht auf Gefahr? Im Tarnmodus können Sie Ziele lautlos töten. Hätte ich nicht gedacht. Hallo? Tarnkill. Aua. Tarnfeld aktiviert. Das hat geknackt. Und die nächste. Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Okay, drücke B, um den Visor zu öffnen. Der taktische Visor analysiert Aha. die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Okay. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. So. F um... Ach, F, meine Güte. Nicht B. Okay. Läuft. Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Okay. Das war nicht in... Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Ja. Hep. Achso. Da bin ich. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Übergroße Objekte. Und da komme ich.
Treten Sie nach schweren Objekten, um sich zu bewegen und Feinde damit zu töten. Ja, der ist ja jetzt echt... Wie mache ich denn nochmal... Maximale Stärke. Ach, gedrückt halten. Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Dann geht's jetzt mal 72 Meter... Was? Ja. Wie war denn das jetzt nochmal? Meine Güte, ich merke mir nie die Tasten. Das ist unglaublich. Lass mich in Ruhe! Alla, ich glaube, so sollte man das nicht machen. Oh, ey, das ist doch... Lass mich da in Ruhe. Hier ist total Action. N. Nanovision B. Aktiviert. Ja, kann man nicht helfen. Ist klar. Okay, jetzt aber hier ganz... scheiß die Wand an. Ja, so kann man es auch machen. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Sagtest du schon. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Dankeschön. Okay, das war die Trainingssimulation. Vor 23 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ich hielt sie auf. Aber die Cell Corporation nutzte das entstandene Machtvakuum, um ihren Einfluss zu vergrößern und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Cell hat alle überrascht. Sogar mich. Sie nennen mich Prophet. Und ich allein weiß, was auf uns zukommt. Cell ist nicht die eigentliche Gefahr. Der mächtigste Alien, der Alpha-Seth, lebt noch. Er hat mir die Zukunft gezeigt. Er weiß, was mich antreibt, woran ich glaube. Dass für einen guten Soldaten nur eines zählt. Eine einzige Frage. Was ist man bereit zu opfern? Vergessen Sie mich nicht. Als Sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde die Kampfmaschine Prophet. Als mich mein eigener Körper aufhielt, opferte ich auch ihn wie ein defektes Ersatzteil. Der Sieg hat einen Preis. Man bezahlt jedes Mal etwas mehr. Ich habe gesehen, was kommen wird. Und ich konnte es nicht mehr aufhalten. Wenn die größte Kampfmaschine versagt, was tun wir dann? Was mache ich? Thank you.
Phase 3.